Jo. Sind wir doch einfach. Oh, 952. Oh mein Gott. Letzte Nacht hat sie Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Hey, wie unlucky, Mann. Ja, wir müssen unseren Tag echt besser planen. Das ist mir hier nicht gut, du. Das sage ich dir ehrlich. Das ist mir hier nicht gut. Vor allem, das ist halt Geld. Das ist unser Geld, was wir verschwenden. Wir haben 10.000 jetzt. Freunde, wir haben jetzt 10.000. Wir könnten jetzt eigentlich sowas von. Oh, Mann. Wir könnten uns jetzt sowas von unser Haus erweitern lassen. Unsere Hühnchen sind erwachsen. Und wir haben als erstes mal Eier. Oh mein Gott. Eier. Also wir gucken jetzt mal. Wie geht's euch denn? Einmal Katjuga. Katjuga sieht heute wirklich glücklich aus. Musi sieht glücklich aus. Shiki sieht glücklich aus. Und Monsuno sieht glücklich aus. Alle sind glücklich. Schön. Freunde, das. Oh Gott, das habe ich zu laut geschrien. Entschuldigung. Alle glücklich. Hippie. Oh, jetzt machen wir auf, dass die Damen auch raus können. Sehr schön. Wir haben Eier. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Okay, wir haben zwei Mayonnaise-Maschinen. Hatten wir ja im Vorfeld schon gemacht. Mal. Boah, die können wir aber auch theoretisch da drin hinstellen, oder? Ja, egal, komm, wir lassen die mal hier draußen. So. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Cool. So, da machen wir Fett Mayonnaise draus. Aber wo packe ich denn die Eier hin? Boah, das ist echt blöd. Ich brauche noch so eine Kiste für Lebensmittel. Ohne Spaß. Okay, pass auf. Speisekammer. Tier. Entenei. Okay, wir brauchen große Eier für das Ding. Alles klar, okay. Okay, pass auf. Wir machen noch eine Kiste. Und da kommen jetzt unsere Fressalien rein. Kann ich die hoffentlich ins Haus stellen? Jo, nice. Alles klar. Da kommen jetzt unsere Fressalien rein. So, das nehme ich aber mit die ganze Zeit. Das ist wichtig. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir könnten wieder zum Gunter Geoden aufbrechen. Bla 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 bla. Jetzt brauchen wir erstmal unsere Pflanzen, unsere Aufmerksamkeit. Zack. Zack. Aber mich nervt das, dass wir die halt nicht gegossen haben. Dass ich die wirklich vergessen habe. Oh Mann, wenn man da halt so drin ist, dann vergisst man. Das ist so doof, dass ich das vergessen habe. Und dann gießt der auch immer dämlich, der Typ. Das ist auch unnormal. So. Rein das Ding. Jawohl. So, hier wird auch nochmal gegossen. So, jetzt machen wir nochmal voll. Das sind nochmal 6 Peperoni. Das ist halt auch super gut. Ja, aber unsere Energie ist brutal im Arsch. Okay, da brauchen wir halt heute gefühlt gar nichts machen. Wir brauchen zwar jede Menge Holz. Oh Mann, wo gieße ich denn schon wieder hin? Wir brauchen jede Menge Holz trotzdem, Freunde. Wir brauchen jede Menge Holz. Ei, 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 ei. Ach. Müssen echt mal gucken, wie das mit unserer Baumfarm da drüben jetzt aussieht. Ich meine, die brauchen ein paar Tage zu wachsen, das ist klar. Jetzt habe ich da doppelt gegossen, ja egal. Also wir haben nur noch 31 Energie, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt hart eingepennt sind während der Feldarbeit. Fünfzehn Energie, das ist halt so schross, so räudig ist das. So, jetzt sind wir erschöpft. Heißt, wir können direkt ins Bad gehen. 10 Energie noch, ei, 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 ei. So, oh, drüben ist die Mayonnaise fertig. Ach du Scheiße. Boah. Von denen könnten wir eigentlich mal wieder einen Stoß verkaufen, jetzt mal. Machen wir 10 Stück da rein. Mayonnaise. Brauchen wir die fürs Gemeindezentrum? Ist jetzt die nächste große Question.
Nee, natürlich nicht. Bündeltier. Nee, Ziegenmilch, Wolle. Scheiße. Das sind 6 Sachen. Wir brauchen 5 davon. Großes Ei. Nee. Nee. Okay, ich denke mal, zweimal Mayonnaise kann ich einfach jetzt hier auch zum Verkaufen reinklatschen, weil verarbeitete Sachen ist ja auch logisch. Macht auch mehr Sinn, wenn die für mehr Kohle zu verkaufen sind. Das ist auch richtig gut. Jetzt hätte ich eigentlich schon die nächsten Eier reinkicken können, aber egal. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. So. Wir starten jetzt unsere Robin einen Besuch ab. 200 Steine. Ich wollte gerade schon sagen, dass ich jetzt vielleicht zu wenig dabei hätte, aber ich habe genug dabei. Oh, da ist Maru. Erstmal Hallöchen. Hofgebäude einrichten. Stall. Ja, für 6000 Gold. Da wäre natürlich möglich, aber 350 Holz. Hm. So, da ist der Fischteich. Züchte Fisch und ernte ihre Produkte. Fische vermehren sich mit der Zeit. Bauen. Oh mein Gott, wo bauen wir unseren Fischteich hin? Freunde, wo bauen wir den hin? Ich möchte eigentlich hier echt alles behalten für unsere Felder. Oh, Fischteich, wo machen wir den hin? Setzen wir den hier unten an? Nee, oder? Machen wir den hier hin? Nee. Wow, wo machen wir den hin? Freunde, wo machen wir den hin? Vor allem, der ist halt voll riesig, gell? Ich glaube, wir machen den Fischteich. Oh, ich weiß nicht. Ich möchte halt hier halt auch noch irgendwo nachher meinen Stall haben. Und hier muss ja nachher alles hinhauen. Ah, das ist echt schwer. Warum muss jetzt der Hund da sein? Das gibt's doch nicht. Komm, ich setze mal den Fischteich hier unten hin. Das machen wir jetzt einfach mal da. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Fischteich zu arbeiten. Ja, Fischteich! Übel gut. So, die Maru. Die bekommt einen Blumenkohl. Ist das... Oh, wow, das haut mich um. Es ist ein Blumenkohl. Geht es nur mir so, oder ist es auch... Geil! Oh Gott, wie cool. Geht es nur mir so, oder ist es plötzlich wirklich heiß geworden? Baby, ich bin Mugiwara Lazy, ist doch klar. Oha, 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 die hat uns gefickt. Anscheinend geht es nur mir so. Alter, die hat uns auseinandergenommen. Oh, scheiße. Und man hat sich jetzt da mit den Herzen was verbessert? Nee, schade, aber wir sind nur 4. Wir haben der zum Geburtstag was geschenkt. Das hat sehr großen Anklang gefunden bei ihr. Aber ich habe es natürlich verblödelt, weil, ja, man weiß es ja jetzt. Ich habe es verblödelt, weil, ja, ich habe keinen Blumenkohl geschenkt, sondern Quarz. Aber ich meine, okay, hat er trotzdem 2 Herzen gebracht. Wahrscheinlich mit Blumenkohl 4 Herzen. Das wäre halt echt heftig gewesen, aber naja, machst du nichts. So müssen wir weiter um die Gunst dieser Dame kämpfen. Jawohl. Okay, Fischteich, dich hake ich von meiner Liste jetzt ab. Zack, zack, bam und weg. So, Haus ist das nächste und Stall. Das Haus-Upgrade kostet dann 10.000 mit 450 Holz. Oh Mann. So. Wir brauchen noch Nachtfisch, eine Glas... Was weiß ich, irgendwas mit Glas und ein Aal. Fluss brauchen wir noch einen Gotteslachs und einen Tigerfisch oder Tigerbarsch. Ozean brauchen wir noch Riffbarsch und Buntarsch. Hm. Das sind. Naja. Und wir brauchen noch einen Goldbarren. Das gebe doch nicht, du. Okay. Wie machen wir es jetzt? Also, ich würde sagen, heute. Jetzt gucken wir erstmal, wie das Wetter morgen ist. Müssen wir jetzt halt auch mal gucken. Und wie der Wahrsager gerade drauf ist. Weil, wenn der uns nicht gönnt, dann sind wir am Arsch. Egal, dann gehen wir mal runter. Oh, der Fischteich. Oh Gott, der Fischteich. Schön. Einfach schön. Vielleicht kriegen wir da die Krabben raus oder... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird richtig gut. Ich könnte gerade in die Rezepte reingucken, weil ich kann doch eigentlich so einen Krabbenkorb schon herstellen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, hier.
Eine Krabbenbräuse, 40 Holz, 3 Eisenbahn. Haben wir eigentlich mehr als genug? Das könnte ich mal machen und die dann unten legen. Ja, Eisenbahn haben wir halt echt genug. Aber Holz, na, Holz ist das Ding. So, wir nehmen mal kurz unsere 2 Eier hier raus. Hehehehe. Ganz witzig, ich weiß. So, ab in die Mayo-Maschine mit euch. Hehehehe. So, 125 Stein. Wir haben aber kaum Holz. Das heißt, Leute, jetzt gehen wir ein bisschen Holz machen. 53 Holz haben wir nur. Eieieiei. Das ist nicht gut, du. Das ist nicht gut. Dann gucken wir mal, was mich so... Oh, guck mal, da kommt der Fischteich hin. Das wird geil. Okay, jetzt wird ein bisschen Energie hier verballert. Zack. Jetzt haben wir uns natürlich hier erstmal nur um Stein zu kümmern. Das natürlich auch wieder richtig fördernd kann. Zack, zack. Mann. Oh, hier fährt echt viel Stein rum. Shit. Das haben wir jetzt aber so auch nicht gedacht. Oh, aber wir haben hier nochmal Würmer. Kriegt man Stein, natürlich. Warum nicht? Scheiße. So, jetzt wird aber wenigstens ein bisschen Holz gemacht. Ich habe mir eigentlich schon überlegt, also das Haus, das Gastarbeiterhaus, das steht ja links unten im Hof. Ja? Dass wir das dem Gastarbeiter lassen und dass wir hier vielleicht die Tiere hinziehen lassen. Das weiß ich jetzt aber noch nicht sicher. Aber wäre vielleicht ganz gut. Weil wenn man sich jetzt überlegt, hier unten jetzt das Ding für die Tiere, wäre schon gut. Wäre schon gut. Zack. Das Zeug wieder weg. Perfekt. Jetzt ist halt die Energie schon wieder halb weg. Wir haben halt effektiv noch gar nichts gerissen an Holz. Wir haben jetzt hier 90, jawohl, 90 Holz. Leute, geht schlimmer. 90 Holz. Kann man mal verzeihen. So, zack, zack. Aber wir brauchen halt wirklich viel, viel mehr. Wir haben oben zwar unsere Baumplantage schon gepflanzt. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht mit den Bäumen ein bisschen untertrieben habe. Aber man, die könnten wir eigentlich wirklich lassen und nachwachsen. Also die könnten wir wirklich nachwachsen lassen. Da darf ich nicht zu vorschnell rangehen und die Setzlinge schon wegklopfen. Also ich meine, die ganz kleinen Dinger, die können wir abmachen, das ist kein Ding. Aber so die halbstarken Bäumchen da, die müssen wir eigentlich fast schon stehen lassen. Wir müssen halt wirklich nachhaltig denken, weil wenn wir halt mal irgendwann keine Bäume mehr haben, dann wird es halt kritisch mit Holz. Und da ja unser Holzvorrat und unser Kohlevorrat ja auch noch auffangen muss im Zweifelsfall, ist das halt alles sehr schwierig. Aber naja. Müssen wir dann abwarten. Jetzt holen wir uns hier erstmal ein bisschen mehr Holz noch. Oh ja, Holz, 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 Holz. Sehr schön. Ich bin langsam erschöpft mit 191 Holz. Aber wow, diese Energie schon wieder down. Boah, sag mal. Das gibt's doch nicht, du. Okay, jetzt pass mal auf. Also ich glaube, ja, also hier, das kommt langsam alles. Es wird schon ein schönes Ding hier, ja. Aber ich glaube, ich übertreibe hier hinten einfach mal. Und mache hier ein so ein Eckchen, wo ich ganz viele Bäume mache, weil wir brauchen halt, wir müssen nachher gucken, wo unsere Ressourcen sind. Und an alle die, die wo... Nein! Ach, egal. Das ist so eine Scheiße, Mann. Dass wir mit der Hake aber echt alles rauszimmert, das ist so frech. Mann, gibt's das? Es ist auch noch zufällig der Richtige. Also an alle die, wo sie fragen, wie lange geht das Spiel? Großvaters Schrein. Ja? Und da steht, man muss auf das dritte Jahr warten. Auf die Rückkehr von ihm nach unserem dritten Jahr auf dem Hof. Wir sind in Jahr 1. Wir haben den ersten Frühling geschafft. Wir haben jetzt den ersten Sommer geschafft.
Oder, ja, halb geschafft. Bisschen mehr wie die Hälfte haben wir jetzt geschafft vom ersten Sommer. Okay, die versuchen alle zu pennen. Alles gut. Machen wir mal zu, das Ding. Dann klatschen wir die Mayo auch noch schnell in eine Kiste rein. Und dann versuchen wir heute mal wirklich pünktlich pennen zu gehen. Und so lange werden wir Minimum spielen. Also komplettes Minimum. So, Stein haben wir wieder ein bisschen. Ja, für das, dass wir gerade 200 losgeworden sind, haben wir schon noch ein bisschen was übrig. Das ist sehr gut. Aber ich bin gespannt, für was wir das ganze Quarz brauchen können. Wir haben jetzt schon viel. Wir haben jetzt halt echt viel Quarz. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt ein bisschen früher schlafen. Okay, Zero, du Hund. So, jetzt gucken wir mal. Königin der Soßenwiederholung. Kohlsalat. Ach, du weißt bereits, wie man Kohlsalat... Okay, alles klar. Wahrsage. Du wirst ein wenig extra Glück haben. Ist das jetzt für morgen oder für heute? Morgen den ganzen Tag klar und sonnig. Also pass auf. Schlaf wieder eine kleine Runde. Jo. 760 für viermal Mayonnaise. Das ist halt auch heftig. Und so kommt unser Geld rein. Sehr schön. Luis. Okay. Dann heißt es jetzt nochmal schön gießen. Und da bin ich wirklich gespannt, was denn da jetzt mit unserem Fischteich passiert. Aber uns darf das echt nicht, also uns, ich sage jetzt wieder uns, mir darf das nicht nochmal passieren, dass ich hier irgendwas ungegossen lasse. Das darf einfach nicht passieren. Ei, 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 ei. Also es wird konsequent ab sofort alles weggegossen, weil sonst haben wir hier irgendwann ein Problem, weil das ist unser Geld, was da dann auf der Strecke bleibt und das ist gar nicht gut. Zack. Zack. Oh, Mann. Zack. Zack. Aber bald und bald, 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 Freunde. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber nicht so lang, bis wir nicht mehr danach gucken müssen. Und wenn wir nicht mehr danach gucken müssen, Leute, dann wird fett abgecashed. Dann wird brutal fett abgecashed. So. Achso. Huch. Und was mir jetzt gerade so auffällt, könnte das vielleicht gleich schon reichen mit dem Futter fürs Gemeindehaus? Wäre halt natürlich auch fett. So, blub, erstmal blub. Dann haben wir ein Radieschen. Oh, jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Nein, eins fehlt noch. Ah, das ist nicht gut, du. Das ist nicht gut. Okay, pass auf, ein Radieschen hauen wir erstmal oben wieder rein bei uns. Zack. So, da haben wir schon den nächsten Sirup. Erstmal guten Morgen, die Damen. Oh, sie haben mir Eier gelegt. Die Liebe wird hier verteilt. Sehr schön. Bock, 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 bock. So. So, ich nehme mir vier Stück. Bum, 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 bum. Hier wird angefüttert. Und dann machen wir mal auf das Ding. Boah, guck mal, wie die rausdrücken. Sehr schön. Oh, ein goldenes Ei. Ach du Scheiße, ein Goldei. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu Mayonnaise machen möchte, um ehrlich zu sein. Goldei. Das ist ja mal richtig geil. Halt, die Tierprodukte waren ja hier drin. So. Also, dann gucken wir jetzt mal, was der Wahrsager sagt. Leben vom Land haben wir. Der Sommer ist bekannt für seine Gewitterstürme. Blitzableiter. Was? Was? Der Sommer ist bekannt für seine Gewitterstürme. Wenn du weißt, wie man einen Blitzableiter herstellt, kannst du die Elektrizität nutzen, um Batterien herzustellen. Diese können dann verkauft oder zur Herstellung von euer... Was? Ach du Heilige. Wie viele ein neuer Zuschauer ist hinzugekommen. Ein junger Mann aus dem... So, willkommen, willkommen. Leicht verstört. Oh Mann, wir haben heute wieder kein Glück. Oh. Oh oh. Rechne mit Blitz und Donner, Sturm wird sich nähern. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das hört sich gar nicht gut an, Freunde.
Ui, 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 ui. Unsere Kiste ist schön gefüllt.